Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich hatte gerade eine super Runde hinter mir mit dem Hetzer. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob unsere Glückssträhne weiterläuft. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Gerade 5 Panzer zermöbelt zu Kleinmetall. Und jetzt geht's weiter in den Steppen. Das ist natürlich nicht so toll. Die Steppen, ja, das ist die Karte, wo ich gestern auch gespielt habe und wo auf einmal ein Panzer 4 von der Seite kam und mich mit einem Schuss zerstört hat. Der hatte dieselbe Kanone wie ich. Ein Panzer 4 mit einer Haubitzenkanone. 105 mm, das ist schon heftig. So, wir haben hier einen Sherman. Ein Hetzer, Krille, Wolverine. Viele Jagdpanzer. Und wir spielen hauptsächlich gegen Stufe 4 Panzer. Panzer 4 ist auch wieder im Gegnerteam. Aber wir haben den Sherman. Was soll da schon schief gehen? So. Los geht's. Das ist ein Begegnungsgefecht. Also auf zum gegnerischen Punkt. Und da kommst du schon. Von der Richtung. Der da hinten wird richtig fertig gemacht. Ach ja, auf High Explosive noch laden. Achtung. Wir haben sie übel erwischt. Der bleibt stehen. Nein, bleibt er nicht. Das ist dein Ende, wenn du frontal auf mich triffst. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum bewegen. Fuck. Scheiße. Zerstört. Ah, warum muss ja der Schuss auch nicht sitzen? Dann hätten wir alle anderen auch wegschießen können. Ah, ihr habt vielleicht bemerkt, ich habe meinen Panzer 38T verkauft und ich spare gerade auf den Panzer 38NA. Sprich, wo ist er? 38NA? Da, der da. Dafür brauche ich noch 5000. Und wir spielen jetzt mal den M3 Lee. Bei dem habe ich gestern bemerkt, wie ich den spielen muss. Denn er wird zwar als mittlerer Panzer gekennzeichnet, aber eigentlich ist er ein Jagdpanzer. Und genau auf der Karte gestern habe ich mit dem gewonnen. Und zwar ziemlich gut. Mit dem hatte ich, glaube ich, 3 Abschüsse oder so. Also mit dem ging es dann echt gut ab. Wenn wir auf der richtigen Seite spawnen, sprich bei der Brücke, dann ist das alles kein Problem. Ja. So, was haben wir da alles? Uiuiui. Jojo. Auf geht's! Und los geht's. Vielleicht sind die noch im Ladebildschirm, man weiß es nie. So, wo habe ich mich denn hier hingeparkt? Ich glaube, hier war das sogar, ja. Ach nein, es war dort. Entschuldigung, muss kurz ihren Vorgarten kaputt machen. Ja. Das Tolle ist auch, den kann man so toll hinter der Wand verstecken. Ne? Passt auf. So halb hinter der Wand, weil das geschützt ist, ist ja rechts. Und jetzt können wir hier warten. Die kommen wir mal alle von oben. Lol.
hinten scheint einer zu sein. Treffe ich aber nicht, dass er hinter irgendeinem Hindernis. Der ging glatt durch! So schaut's aus. Na gut, gegen den können wir jetzt gerade nichts anrichten. Ich sehe den ja nicht mehr. Hoppala! Der letzte Städtchen hat geschlagen. Jetzt ist er weg. Wo? Der lebt noch! Auf, drehen. Kette besteht! Wir haben sie! Fick dich auch. Scheiße! Das war's für uns! Raus hier! Oh, ich konnte nicht mehr auf den zielen, wie ärgerlich. War in Schräglage. Jetzt beide Fahrzeuge im Gefecht, das ist natürlich großartig. Jetzt müssen wir warten. Whoops. Ach ja, ich wollte das Schiff, die Kuli, mal zeigen, was das eigentlich so kostet hier. Wieso kann ich das jetzt nicht anklicken? Warte mal. Nachschub. Module. Hetzer. Ach ja, das sind Module. Zubehör. Hetzer. So. Nasses Munitionslager. Splitterschutzbeschichtung kostet 50.000. Verbesserte Lüftung, Klasse 1. Das ist etwas, was ich. Nee, doch nicht. Einsetzer für Panzergeschütze mittleren Kalibers. Das würde ich mir holen, weil minus 10 Nachladezeit, das ist eindeutig ziemlich cool. Spiegelnde Optik und Scherenfernrohr, das kostet halt alles so viel. Das wäre 1 Million. Für 1 Million kann man sich schon Stufe 6 Panzer kaufen. Verbesser Waffenrichtantrieb. Aha. Reparaturgeschwindigkeit bis 25. Wie gesagt, ich werde mir das erst später alles holen. Wie lange dauert das Scheißgefecht? Macht mal hin, ey. Vielleicht haben wir irgendwas noch hier im Lager. Module. Hetzer, Kettenlauf. Ah ja, die kann man mal verkaufen. Das Geschütz behalten wir aber noch. Oh. Granaten. Ui, wir sind fertig. Ach, der M3 ist zuerst fertig. Okay. Holen wir uns den Panzer, wo ist er? 38 LA. Ja. Standardbulli noch kaufen. So. Und jetzt haben wir 3 Stufe 4 Panzer. Ist doch auch was. Witzig, der soll MG da rausgucken. Frag mich, was das für eins ist. Naja. So, was kann man denn für den später alles forschen? Flachs. Größere Kanonen. Die recht günstig ist, muss man sagen. Ja. Und dann geht's natürlich zu dem Panzer, wo wir hinwollen, zum Panzer 4. Und ich finde, wir sollten den jetzt mal testen. Wir brauchen ja auch EP für den. Yeah. Vetslovich. So, und ich glaube, ich werde den NA behalten.
wegen Girls und Panzer, obwohl Girls und Panzer ja die T-Version genutzt wurde, aber das ist ja egal. Für mich sehen die alle gleich aus. Die drei verschiedenen Panzer. Drei Panzer 38 gibt's in dem Spiel. Ist ein bisschen übertrieben. Aber naja, man will ja vollständig sein, ne? Ich wäre ja auch dafür, dass man vielleicht fünf neue Stufen einbaut. Ich denke, zwei würden auch schon reichen. Dass man dann da einfach neuere Panzer noch hinzufügt irgendwann. Wie zum Beispiel den M1A1 Abrams, den Leopard. Leopard 2. So, der ist schon mal langsamer als sein davoriger Kollege. Der T. Aber ich habe die Module verkauft. Keine Ahnung, ob ich sie hier auch weiter nutzen hätte können. Egal, ist auch egal. Obwohl, er fährt es noch ab, er braucht nur Beschleunigung. Was geht im Chat ab? Ich habe keine Ahnung. Hast du ein Fixgebiet? Warte mal, kann man den abknallen? Wo ist er denn? Sieht man gar nicht. Der ratzt da hinten rum. Tja. Wo geht's hin? Schnell durchs Wasser. Holla. Au. Ah. Oh nein, ich stecke Wasser fest. Drehen rüber. Auf. Der Hetzer hat auf uns geschossen. Wow. Komm schon. Ah, die gehen alle auf die andere Seite oder auch nicht. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Nein! Oh Gott. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, ich brauche eine stärkere Kanone. Wirkungstreffer! Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Wir sind erledigt. Raus hier. Tja. Hallo Hund. Jimmy. Jo. So. Der Hetzer ist immer noch im Gefecht. Was machen die denn so lange? Gibt's doch gar nicht. Doch, das ist aber eine Spielliste, hey. Nein, Wald, ich gehe nicht rein. Nein. Ich bin schon hier gespawnt, ich kann nicht zu dir rein, ja. Nein, das geht nicht, Wald. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Doch, es ist auch gar nicht meine Mutter damit, also wir sehen ja. So. Los geht's! Auf geht's. Der M3 Lee ist viel zu groß, um den in den Wald zu packen. Da haben wir die Stufe 2 Panzer. Ich will keine Stufe 2 Panzer. Oh ja, gib mir Deckung Panzer 3. Nein, fahr nicht weg. Ah. Diese Stuarts, ne? Hallo, wer bist denn du? Ach!
Aha. Hallo, Stuart. Daneben. Was macht er? Tja, da ist ein Map-Ende, da kannst du nicht mehr lang. Jetzt hat er es eingesehen, dass er in einer hoffnungslosen Lage ist. Ich schieße natürlich daneben. Wow, mach keinen Scheiß! Volltreffer! Irgendwas haben wir getroffen bei ihm. Halt nicht an, Alter. Wow, jetzt hat er aber ausgetrickst, ey. Naja, nicht unser Abschluss, egal. Da drüben geht mehr die Action ab. Okay. Ist auch ein Hetzer, also Vorsicht. Ich lad mal High Explosive. Oh, daneben. Ich glaub's nicht. Das muss wehtun. Seht ihr, High Explosive nutzt gar nichts mit normalen Panzern. Oh, was hat uns da getroffen? Alter, was da alles steht. Alles Panzerzerstörer. Ihr wollt mich verarschen. Hetzer, M81 SU-85B. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Die Franzosen, Mann. Wir haben sie böse erwischt. Okay, Licht auf den Turm feuern, der Turm ist scheiße. Wieder daneben, ich glaub's nicht. Wir hätten ihm doch wenigstens mal das scheiß Licht abballern können. Ha! Ausgewichen. Okay, da schießt irgendeine Artillerie auf mich. Ich verpiss mich mal. Kette wurde getroffen. Fahr. So. Oh. Eine unserer Ketten ist zerstört. Wir sitzen fest. Tja. Die zwei Hetzer versuchen mich jetzt anzuhalten. Zerstört. Die Panzer sind auch mal wieder da. Willkommen! Mensch. So, komm, jetzt noch eine gute Runde mit dem Hetzer. Gute. Ruinberg. Wir erinnern uns. Eigentlich eine tolle Map für den Hetzer. Interessanter Ausgleich auch. Drei Hetzer im Gegnerteam, drei Hetzer in unserem Team. Ah, wir sind hier gespawnt. Ob ich in die Stadt soll? Los geht's! Tja. Sind schon welche. Ich verstehe das aber nicht, diese leichten Panzer, die so schnell sind, die rücken immer so weit vor.
Oh. Wieder ein Stuart. Den ich nicht anwieseln kann, den kleinen Peller. Volltreffer! Na, hast du dich getroffen? Na, warte. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen! Fuck, 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 fuck. Kette verloren! Fahrzeug zerstört! Diese scheiß Stuart. So ein Scheiß. Dann denkt man mal, es läuft gut. Was es vorhin ja auch tat. Dann läuft's scheiße. Ich mache eine halbe Stunde. Ich möchte wenigstens einmal noch ein gutes Match mit dem Hetzer. Ich hatte vorhin so ein geiles. Ich fahre garantiert nicht die Brücke. Das könnt ihr euch abschminken. Wer über die Brücke fährt, ist tot. Ich hatte ja letztens eine ziemlich geile Day-Set-Runde. Und zwar, es war Nacht. Und ich liebe es ja, Day-Set bei Nacht zu spielen, weil dann gibt es ein richtig geiles Gefühl, auch richtig so horrormäßig. Und ich habe da eine Remington gefunden mit einer Taschenlampe und bin dann ständig mit der Remington und mit der Taschenlampe rumgelaufen. Und es war so ein geiles Feeling. Und dann, was passiert da letztendlich? Ich habe irgendwie eine Stunde oder ich glaube knapp eineinhalb überlebt. Und dann kommt natürlich so ein doofer Spieler mit einer M14 und er schießt mich. Der hat irgendwo gecampt. Hat mich dann erschossen. Ich hatte nichts für den. Und ich muss sagen, sowas regt mich übelst auf in DayZ. Das ist das Einzige, warum ich DayZ auch nicht mehr so oft spiele. Wegen anderen Mitspielern, weil die immer auf einen schießen, wenn's denen lustig ist. Panzerung nicht durchschlagen! Und es nervt einfach. Ich finde, das ist auch völlig am Spielkonzept vorbei. Aber naja, was soll man gegen diese Kiddies machen? Was zur Hölle? Doch, komm, jetzt willst du dich verarschen. Drehen in die andere Seite. Kette beschädigt. So. Kommandant, ausgefallen. Kette, wir sind erledigt. Raus hier. Ah. 38 Themen in erweitertem Geschütz.
gehörte der Jagdtiger eigentlich schon zum Überschwemmpanzer? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also der überschwere Panzer, der erste überschwere Panzer war ja der, die Maus. Was wie, folge mir, hat ein Kavalender gesagt. Nein, ich folge niemandem. Wie ging das noch hier mit diesem Befehlsmenü? Ich weiß das gar nicht. Wie konnte man das aufrufen? Nein, nein, nein. Ich dachte mit Q, aber Q ist ja... Nein. Nee, das ist R. Ja, das ist der auch nicht. M, A... Ups. Auf geht's! Hoi. Ah, mit Y. Ich lade das. Was ist da hinten los? Was ist mit Y? Attack! Der Stützpunkt wird von Feinden eingelaufen. Hey, 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 hey. So viele Feinde. Verdammt, warum rückt ihr so schnell vor? Wow. Von wo kam das? Was wollt ihr denn alle da hinten? Das schaffen. Volltreffer. Verdammt. Steht zwei Panzer. Was hast du denn vor, mein lieber Matilda? Wirkungstreffer!
Warum schießt du so ständig an mir vorbei? Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Oh, Panzerjäger. Eine Sau 40? Augen offen halten. Langsam, langsam, langsam. Wie sieht hier los? Glatter Durchschuss! Lad, 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 lad. Lad, 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 zerstört. Müssen wir mit deinem Flakgeschütz Angst machen? Wie witzig. Komm. Wo ist er hin? Hallo? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Ein Sturmpanzer 2. Letzter Panzer. Nein, vorletzter. Auf dem Stützpunkt. Puh. Von wo wurden wir erschossen? Das sind die drei letzten Panzer. Das war ein Kampf. Leck mir Arsch. Ich kann für den schon lieber so eine Kanone kaufen. Schön. Ja. Oh, 5 cm gibt's auch. Hübsch, hübsch. Und da geht's dann zum Panzerfieber. Jo. Das war's für heute von World of Tanks. Die letzte Runde war ja echt spannend, für mich zumindest, also. Puh. Heidelei. Das ist schon heftig. Wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play, wenn es wieder heißt Panzer vor.